Anfang diesen Jahres machte es sich eine Gruppe junger Männer zur Aufgabe, die Gebirgszüge des Teutoburger Waldes zu überqueren. Was mit einem simplen Facebook-Post begann, fand schnell viele Anhänger. Das Team Fallobst war geboren. Und der Rest, der ist Geschichte. Wir geben alles. Wir hauen rein. Für Fruchtalarm. Genau, für die Kinder. Bestes Wetter dazu, ne? Schön Regen kommt gleich noch runter. Kaiserwetter. Ja? Tom muss nämlich auf Toilette und der Busfahrer hat ganz groß erzählt, dass er auf Toilette noch muss. Erstmal warm werden gleich, ne? Dann geht's. Ist noch ein bisschen frisch heute Morgen. 4 Stunden 45. Ja? Geiles Ding. Ja. Läuft. Sehr gut. So, jetzt knapp unter 5 Stunden. Ja? Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Wieder hier. Jungs, alles gut, ja auch. Ja.
Tag. Guck mal, was jetzt hier in Oerlinghausen passiert. Oh, wir sind sehr gut in der Zeit. Also die Aktion mit unter 5 Stunden, da bin ich sehr optimistisch. Ich auch. Also, muss man sagen, gibt nochmal richtig extra Geld für den Fruchtalarm. Und packen wir. So, wo ist das hier? Völlig egal. So, gleich wieder weiter. Eigentlich völlig entspannt. Ich habe gerade ein paar Probleme mit der Wade gehabt. Ich habe ein bisschen gezwickt. Es war aber die nicht tätowierte Seite, deswegen muss ich da ganz dringend nachlegen und auch die Seite dicht machen. Marcel Lossi und seine Puppe. Alle. Wir brauchen Magnesium, das ist super. Nur ein Bier. Wie war's? Geschafft! Wahnsinn, ihr seid auch da. In der Zeit. Wir tun die Beine weh, aber fürchterlich. Aber schön, ich hab's geschafft. Genau, Fruchtalarm freut sich. 5 Stunden geschafft, genau. Fruchtalarm, du musst kein Obst sein, um zu helfen.